Gruppe 4. Gern. Das ist halt immer die Sache. Man muss wissen, ob es eine Verschiebung ist oder eine Umstellung der Buchstaben. Es kann immer nur eine von beiden Sachen. Es ist immer eine von beiden Sachen. Und wie bei allen anderen Sachen ist das erste, was ich rate, automatisch die falsche 50% Chance. Zu jedes Mal. Wann immer ich davor gesetzt werde, eine 50-50 Chance zu treffen, treffe ich immer ganz genau die falsche. Eigentlich sollte ich das inzwischen als Muster anerkennen und sagen, okay, ich denke, es ist das, also muss es ganz genau das andere sein. Ich hätte wahrscheinlich noch eine gute 20 Minuten weiter versucht, ein schönes Wort daraus zu machen. Aber die Sache ist, keins der Worte, die ich daraus hätte bilden können, hätte irgendwas... Das Einzige, was ich vielleicht hätte sehen können, wäre irgendwas mit Buch. Aber die übrigen Buchstaben hätten keinen Sinn ergeben für irgendwas. Also hätte ich trotzdem wahrscheinlich noch eine gute Viertelstunde, vielleicht bis 20 Minuten weiter Buchstaben zusammen verschoben, um zu schauen, ob ein Wort rauskommt, bevor ich dann versucht hätte, eine Verschiebung durchzuführen. Aber das wäre für die Aufnahme kacke gewesen. Deswegen haben wir es, wenn ihr es für richtig haltet, so gemacht. Wenn ihr wollt, freilich. Deswegen habe ich eher geschaut, ob da irgendwie dein Hinweis war. Und ja, dann stand da, was es war. Sicher. Und dementsprechend konnten wir dann sehen, dass es eine Verschiebung war. Okay. Reguläre Geschwindigkeit. Leonardo. Freilich. Kannst du die Verschlüsselung der Steintafeln jetzt entziffern? Du hast alle Tafeln beisammen. Ich werde mich um die Entschlüsselung kümmern. Ja. Liebste, wieso schleppst du diesen Verräter hier an? Er hat dir etwas Interessantes zu erzählen. Ich bin unschuldig. Man hat mich abgefüllt, vermöbelt und in den Kerker geworfen. Aber man ist darauf entschieden, hat meine Gestalt angenommen, er hat die Soldaten befehligt und nicht ich. Du erzählst eine seltsame Geschichte, Pilgrim. Wieso sollte ich sie glauben? Ich glaube ihm. Und ich habe ihm auch schon einen Verdacht. Ich vermute, dass der Schwarze Kanal dahinter steckt. Er und seine Bruderschaft der Totengräber machen das Land auf der Suche nach einem Buch unsicher. Aber mir will nicht in den Kopf, warum er versucht, das alte Reich zu zerschlagen. Halt mir erstmal den Bleistift runter. Der schwarze Kardinal also. Aus welchen Löchern kriechen Kerle wie er eigentlich immer? Ari, Schatz, ich beauftrage dich mit der Vertreibung dieses Scheusals. Beseite ihn. Ich will gar nicht wissen, warum er auch in der Lage ist, die Gestalt zu wechseln. Böse Erinnerung. Ah ja, genau, da war ja was. Hat er bei Helias auch gesehen, dass es möglich ist. Finde das Buch, besiegt den schwarzen Kardinal und klärt auf, warum er das alte Reich vernichten will. Niederlage euer Hauptboss verlieren. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Sicher. Okay. Bevor wir da reingehen, Gruppe 0. Bottenstall. Dann haben wir den irgendwo Platz für einen. Vorgehauen und der. Wir haben hier Platz für einen Stall. Dachchef. Gruppe 9. Ich traue diesem Pfad hier immer noch nicht. Deswegen kommen hier drei Kanonentürme hin. Sicher das. Ein bisschen beschleunigen. Find das Buch. Besiegt den schwarzen Kanal und klärt auf, warum das alte Reich vernichten will. Hauptboss verlieren. So. Freilich. Na gut. Ari kann hier warten. Wir wollen ihr eine Reitereskorte geben. Um ganz sicher zu gehen. Sicher so ein paar leichte Reiter. Ausbau fertig. Ja, ja. Es ist Zahltag. Ja. Hufbeschläge. Ja, ja. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich hab getan, was ihr wolltet.
Also was machen vier Türme draus? Kein Problem. Einfach weil meine Paranoia Aufbau nicht gestillt Holger. Werden kann an diesem Punkt. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt eigentlich erfolgen als Kundschafter? Ja, dafür haben wir Kundschafter. Und Armbrustschützen draußen machen. Es ist Zahltag. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern. Ja, so viel wissen wir schon. Lichtung. Habe Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ausbau fertig. So, einmal hier ausbauen. Ihr und ausbauen. Verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Auf meinen Befehl! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, dann schicken wir eine Einheit zu leichter Kavallerie noch mit als Vorhut. Ja, mein Herr. Sagen wir mal als Gruppe 6. Wir erledigen das. Damit Ari nicht so gefährdet ist. Unsere Hauptarmee behalten wir bei der Brücke, weil ich die Vermutung habe, dass der wirkliche Angriff über diese Brücke stattfinden wird. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja. Ja. Aber es ist ja bislang nach wie vor nur eine gewisse Vermutung. Okay, und trotzdem können wir Gruppe 8 befehlen, hier hinten Holz zu haben. Wird erledigt. Natürlich. Ja. Also gehen wir hier auf 6 Kanonentürme hoch. Und dann haben wir den alten. Nur weil wir ganz sicher gehen wollen. Dachchef. Ja. Ja, Herr. Sicher. So, Bürgermeister. Dieser edelende schwarze Kardinal. Er zerstört alles, was er in seine Finger bekommen kann. Wir sollten ihm das Buch aushändigen. Doch wie sollen wir? Wir wissen nicht, wo das Buch versteckt ist. Bei dem Buch handelt es sich um die Entdeckung des größten Wissenschaftlers aller Zeiten. Sein Name war Anastasius. Er forschte in den verschiedensten Wissenschaften. Von Magie bis Teilchenphysik. Alles dabei. War er ein größerer Wissenschaftler als Leonardo? Bei weitem. Nicht nur, dass er der Schöpfer des Orbs war, der seither von Generation zu Generation von der Königin getragen wird und die Macht besitzt, übel abzuwenden. Er konnte mit einem Wetterturm noch viel mehr anstellen, als es nur ein bisschen regnen zu lassen. Oh nein. Wozu soll ein Wetterturm noch gut sein? Man erzählt sich, dass er fähig war, das Meerwasser verschwinden zu lassen. Frag mich nicht, wie das möglich war, Mädchen. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, wie wir alle wissen, wenn Wasser verdampft, verlässt es automatisch die Atmosphäre des Planeten. So ist das ja, wie es funktioniert, auf jeden Fall. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, mach den schwarzen Kanal kalt. Aber im Moment ist es wichtiger, den zerstörten Wetterturm und die zusätzlichen Geräte wieder aufzubauen. Baut den Wetterturm zwei Wetterkraftwerke aufs aufgedeckte Plateau. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Wir werden ja so vorausschauen, soweit zu forschen. Die Kraftwerke zuerst. Hm. Oh, das passt ja alles hier rein. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Hat Gas geben. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Könnte sein, dass wir die Reiter wieder entlassen müssen. Euer Wunsch ist mir um Platz zu schaffen für den Wetterkraft, für die Wettermaschine. Wenn das so ist, dann ist das so. Wir sollten doch Diebe da haben, tatsächlich. Aber wenn es ist ein Dieb, Siedler können dann nicht in der Lage sind, aus dem Dorfzentrum kommen. Verdämlich. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Ihr müsst etwas Platz. Damit wir in der Lage sind, im Notfall die Brücke auch zu sprengen, falls nötig. Fertig. Ich danke dir. Jetzt können wir unseren Aufgaben nachgehen. Wir untersuchen die Langzeitauswirkungen der Wettermanipulation. Es gibt beunruhigende Zeichen. Ich befürchte, dass das Weltklima um 3 Grad erhöhen wird. Oh, das ist kacke. Da, 3 Grad ist eine krasse Nummer. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten.
In das schwarze Buch. Besiegt den schwarzen Kanal und klärt auf, warum das alte Reich vernichten will. Hat Leonardo noch eine Ahnung, wo das schwarze Buch ist? Denn wir haben ihn ja ein bisschen Dechiffrierung durchgeführt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Die Dinger wurden uns freundlicherweise abgenommen. Es ist Zeit. Der Wettermaschine könnte nützlich sein, um einen anderen Angriffswinkel zu bekommen als diese Brücke. Natürlich. Mit Vergnügen. Gerne. Für euch doch immer. Aber sicher doch. Nein, wir können diese Brücke noch nicht überqueren. Ja. Seht her. Oh. Gerne. Für euch doch immer. Ich bin mir noch nicht, ob wir diese Brücke überqueren wollen. Schaut in die Ferne. Ich meine, wir können. Aber der Feind ist von dieser Front sehr stark. Wahrscheinlich ist eine Wettermaschine wirklich der beste Weg, um diese Verteidigungsanlage zu umgehen. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Es ist Zeit. Das sind sehr, sehr viele Kanonentürme überall. Jawohl. Leonardo. Ich habe die Verschlüsselung geknackt. Sie alle enthalten die Koordinaten eines Punktes. Es scheint sich um diese Kirchenruine zu handeln. Die Form der Steintafel macht mich stutzig. Die Ränder erinnern mich an meinen Wohnungsschlüssel. Du musst dir alles ansehen. Ich bin mir sicher, dass du das Buch, über welches die Tafeln berichten, dort irgendwo finden wirst. Ja. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass in der Ruine noch irgendwas natürlich wäre. Natürlich. Ja. Also, wir werden die Wettermaschine brauchen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Gruppe hier entlassen, die ganzen Truppen hier entlassen. Gerne. Schaut in die Ferne. Und ein bisschen Schub geben für die Laufwege. Ja. Seht her. Mit Vergnügen. Aber sicher doch. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, Gruppe 0. Steuern. Wir wollen nicht damit riskieren, dass Schwachsinn natürlich passiert. Kein Problem, aber gern. Ja. Ja, ist gut. Wir haben die Möglichkeit, Kanonentürme ohne Ende zu bauen. Wir bauen Kanonentürme ohne Ende. Aber gern kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Ist in Ordnung. Fertig. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden. Das ist der offensichtliche Übergang, den wir nutzen müssen. Fertig. Sofort. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Freilich. Wenn ihr es für richtig haltet. Das hier sieht recht markant aus. Vor allem sind das vier Fackeln, wie für vier Steintafeln. Na, bevor wir da reingehen, bauen wir natürlich erstmal unsere ganze Verteidigungslinie hier auf. Ja! Fertig, Meister. Ausbau vollbracht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau vollbracht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Zahltag. Aber gern. Ausbau vollbracht. So, einfach schön hochprügeln. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Fertig, Meister. Nun fühle ich mich relativ sicher. Na gut. Ihr könnt hier ein bisschen Holz hacken gehen. Ist gut. Gruppe 8 kann hier auch ein bisschen Holz hacken gehen. Natürlich. Zahltag. Ja. Könnt hier etwas aufforsten. Ja, jawohl. Aber sicher doch. Und da etwas aufforsten. Mit Vergnügen. Und dann hier hochkommen. Mit Vergnügen.
ankommen. Geben wir noch ein bisschen Schub, damit sie schnell hier oben ankommen. Die Reiter. Ich möchte die sicherheitshalber schon hier unten stehen haben. Seid unbesorgt. Falls wir die hier oben brauchen, können wir die noch als Verstärkung hinzuziehen. Aber der Vorteil von so schnellen Truppen ist, dass man sie sehr gut einfach nicht bei der Hauptarmee aufbewahren kann und sie trotzdem schnell da, wenn man sie brauchen sollte. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Sicherheitshalber setzen wir noch mehr Türme hier. Eigentlich sollte ich gar nicht. Einfach nur um die Flanken zu stärken. Flanken sind immer die Sachen, die am ehesten brechen, wenn man nicht richtig aufpasst. Fertig. Ja, ist gut. Na gut. Ausbau fertig. So. Förster kommen an. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer geht nach hier, der andere geht nach da. Dann wird das ganze Gebiet hier vernünftig im Blick behalten. Schaut in die Ferne. Ja. Seht durch mein Fernglas. Natürlich. Ja. Weil Sichtweite ja, wertvoll ist. Schaut in die Ferne. Dritter Streitaxtkämpfer. Des Weiteren. Hellebardiere. Zahltag. Hier bleibe ich gern. Sollten wir die ganzen Nahkampftruppen brauchen, dann wollen wir nicht die Zeit noch verschwenden müssen, die tatsächlich noch aufzuwerten, weil sie schon aufgewertet sein sollen. Hier gefällt es mir. Wohnort abzureißen ginge, müssten wir aber nicht. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Sehr gut. Erforscht. Forschung abgeschlossen. Ich bin schon unterwegs. Die endlosen Grabsteine. Wenn ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja, wenn ihr wollt. Nein, gerade noch nicht. Okay, das ist wahrscheinlich bei der Kirchenruine selbst. Oder hier hinten. Na gut, hier hinten sind 4 Grabsteine. Ich denke, das ist ja wahrscheinlich plausibler als diese 4 Fackeln da vorne. Wie ihr wollt. Natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet,